Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, mit diesem kleinen Headshot heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir machen heute weiter und wollen den Bayer Supermarkt. Ja. Scheinbar unseren Nagel reißen. Was ist denn der hier? Ist der hier drin oder wo? Ah, der steht hier im Eck, ne? Großgezogen. Du weißt schon, cool, dann warten wir mal. Sie angefangen haben, diese riesigen Kästen da hochzuziehen. Wie auch immer. Bis heute glaube ich, dass meine Mutter die zäheste Frau ist, die ich kenne. Der gibt Sinn. Hi. Dringe in den Supermarkt ein. Naja, machen wir es doch mal. Sehen wir uns bei Gerd? Vielleicht. Sie haben... Es war was? Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir nur Bargeld annehmen und dass für einen geringen Aufpreis alle erstandenen Waren sicher an einen Ort Ihrer Wahl geliefert werden. Also, das erste Objekt ist dieses quirlige Exemplar. Heute Morgen... Ich wiederhole, dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Die Gebote beginnen bei 1000 Dollar. Höre ich 1000? 1000 Dollar. Höre ich 2000? Das könnt ihr doch nicht tun. 3000 von dem Herrn hier fort. 3000. 4. Höre ich 5? 5000? So, den hat er erwischt. Wie du sofort weißt, dass wir hier sitzen. Ich muss Kursmunition wechseln. Verschwindet hier. Scheiße. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, Junge, warte mal, wer diese Scheiße zu Ende bringt. Ich. Ich brauche hier Hilfe! Erstmal räume ich einen Laden alleine aus. Du guckst zu, Kollege. So, wir haben eine kleine Notiz. Eine Menge Nobelkunden kommen extra für die Stadt und sie erwarten erstklassige Ware. Also bring mir die besten, die du hast. Mach sie sauber und putze sie hübsch raus, damit sie vorzeigbar sind. Wenn das versaust, bist du reif. Miss Bacano hat dich schon einmal gewarnt und sie wird es kein zweites Mal tun. So. War was? Na komm her, mein Freund. Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch. Kann nicht riskieren, dass du redest. Definitiv nicht. Reise die Opfer des Menschenhandels. Makano Verstärkung. Komm aus meiner Deckung nicht raus! Wir können so nicht noch mehr Männer verlieren! Der ist tot. Raus, hier in Deckung!
Verdammte Scheiße, jetzt sind noch mehr unterwegs draußen. Ich habe noch eine Zeit. Ich habe Zeit, Kollege. So, zwei Mann weniger. $1,250, die nehme ich gerne noch mit. Könnte ich Jungs nicht holen? Nein, kann ich nicht holen. Step by step senkt sich auch die Schadenssumme um einiges. Guck mal, ich bin sogar so nett und komm zu euch. Ich hab... Gott hat uns hierher geführt, aber jetzt ist hier der Teufel los. So. Was ist los, Makano? Mehr hast du nicht, oder was? Nur noch 10.000 haben wir. So, wir sollen die Opfer des Menschenhandels holen. Beziehungsweise retten.
Aber vorher mache ich natürlich wieder was anderes, sollte ich jetzt mal Geld einzahlen. Ich stecke hier in Frisco. Ich brauche jemanden, der was von meinem Bargeld übernimmt. Bin gleich da. Irgendwas, das ich für mich aufbewahren soll. Okay, ich wäre dann soweit. So, 16.000 haben wir wieder eingezahlt. Die war jetzt schön aus dem Supermarkt geholt. Haben oder nicht haben, ne? Und wenn ich jetzt völlig sterben würde, hätte ich auf einmal 8.000 weniger und die möchte ich gerne behalten. So. Unser nächstes Ziel ist die Opfer des Menschenhandels retten. Und wie gesagt, wir haben noch eine Schadenssumme von 11.000, also vermutlich nicht das Letzte, was wir machen müssen. Ja, gucken wir mal. In der alten Boxhalle, ja, das ist immer noch die Geschichte, die wir hatten. Dann gehen wir da mal rein. Du bist hier nicht willkommen, Holkopf. Vielleicht auch, weil die Ecke geht. Sandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei den Telefon brauchen. Hey, gehört? Hören Sie mich? Wir schaukeln gern in Bäumen. Stimmt das? Formiert euch hinter mir. Los geht's. War das schon alles? Also. Danke dir. Wir haben die Schadenssumme erreicht. Jetzt können wir ganz schnell alle gehen. So viel war nämlich nicht. So, wir haben noch eine weitere Notiz. Alter, diese Sekte, ne? So, ihr werdet nicht glauben, wer vorbeigekommen ist. Mr. Remy Duval persönlich hat es ermahnt, stark zu bleiben und weiter zu kämpfen, weil sich die Dinge nun langsam ändern werden. Gott segne den Mann. Dieses Land hat sich vielleicht vor den Weisen abgewandt, aber Remy Duval steht es immer noch zur Seite. Ja, mit einer Überraschung. So, viel war da jetzt auch nicht. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Aber scheinbar war das nicht der Fall. Rede mit Jackie Grimaldi ist der nächste Teil. Dann haben wir das soweit
auch erledigt. Liebe Leute. So gut. Ist so wirklich gut, heute schon wieder einiges geschafft zu haben in dieser Aufnahmesession. Also ich bin jetzt hier in einem Zug dran, versuche das Spiel durchzuziehen. So, aber damit sagen wir mal hier die Folgenende und den letzten Teil machen wir dann im nächsten Part. Bis dann und tschüss.